Hallihallo, meine Lieben. Schönen guten Morgen oder guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ja, ihr Lieben, wir haben heute einen Portaltag, habe ich gerade gesehen. Und gestern hatten wir ja auch schon Portaltag, 7.7. Ja, wie habt ihr den gestrigen Tag erlebt? Was war mit euch? Denn ich habe jetzt 2 Tage eine Auszeit genommen, einfach mal offline. Alles Internet aus. Fertig. Na? Muss auch mal sein, damit man wieder ein bisschen zu sich kommen kann, sich klären kann, Energie tanken kann, ohne dass da immer solche Frequenzen einfließen oder Verpflichtungen, denen man nachgeht. Ne? Und genau so ist es heute auch gekommen, meine Lieben. Wir schauen uns heute an, für alle die keinen Kontakt haben, ja. Vielleicht, wenn du Kontakt hast, kannst du dir trotzdem irgendwas mitnehmen, ja? Ich lasse jetzt das Tageslicht einfach mal so einwirken, ne? Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ja, aber ich denke schon, ne? Ja, ihr Lieben, ich habe ein kleines Anliegen. Und zwar etwas, was mich so ein bisschen, wo ich leid bin, ne? Muss auch mal gesagt werden, denn ich mag es nicht jedes Mal unter jedes Video kommentieren. Die ersten Kommentare, wenn ich ein Video hochlade, ist immer kein Ton. Es hat kein Ton. Ihr Lieben, ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Ich bin es leid. Schon nur, wenn ich lese, kein Ton. Da wird es mir übel. Jetzt mal ganz ehrlich. Gut, vielleicht triggert das mich auch in meiner alten Urwunde als Kind. Man hört mich nicht, man sieht mich nicht. Ne? Aber. Was ich hiermit sagen will, ihr Lieben, ihr könnt euch sicher sein, ich lade um Himmels Willen sicherlich kein Video ohne Ton hoch. Also, da müsste ich ja bescheuert sein. Ne? Wirklich, es geht mir wirklich auf den Sack. Ne? Ganz ehrlich. Da muss ich halt auch mal wettern. Ne? Ich finde es schön, wenn ihr mir das schreibt und so, aber wenn dann unter jedem Video 2 Kommentare, da kein Ton. Doch, es hat Ton. Und anstelle, dass ihr einfach mal immer hier motzt, das Video hat keinen Ton, geht mal einfach aus dem YouTube raus und geht noch mal rein. Und dann hat es nämlich Ton. Weil das passiert, wenn ihr zu früh seid nach dem Hochladen. Ne? Wenn ihr einfach so schnell auf Play klickt, das ist ja super, ne? Also freue ich mich. Die Schnellen unter euch, ne? Hui, es hat ein Video, Play drücken, dann kein Ton. Mi, 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 mi. Ja, ihr könnt sicher sein, alle meine Videos haben Ton. Ich werde niemals ein Video hochladen ohne Ton. Ich meine, sorry, was bringt denn das? Ne? So viel mal dazu. Aber ich habe es wirklich ein bisschen satt, dass die kein Ton, Mimimi-Schleuse hier. Meine Videos haben immer Ton. Das ist eines, was klar ist. Dann einfach, ihr Lieben, YouTube beenden, nochmal reingehen und das Video wird Ton haben. Ne? So. Auch wenn der eine mal motzt, hier sei es zu leise oder ja, die Werbung ist dann zu laut. Ja, das liegt auch an euren Endgeräten, weil ihr habt alle verschiedene Marken Endgeräte, Toneinstellungen sind anders. Ja, dann einfach einen Kopfhörer nehmen und dann geht das. Ja, weil wenn ich es kontrolliere, ist es alles immer so, wie es sein muss, im grünen Bereich und ja. Ja? Und ihr versteht mich hier sicher auch, dass ich nicht auf 5000 Leute eingehen kann. Ja, den muss ich da berechnen, der hat leisen Ton, den muss ich da, der hat lauten Ton. Ja, da ist der Ton super. Nee, also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann ich euch nicht erfüllen. Möchte ich auch nicht. Ne? Ja, jetzt genug Mimimi für heute. Es ist wieder ein wunderschöner Tag. Wir haben strahlend blauen Himmel, wir schauen auf nächste Woche, auf super Wetter, ne? So, hat ja genug geregnet jetzt auch. Ja, Reinigung ist passiert, ihr Lieben. Ja, deshalb der kleine Wetterbericht hier. Und eben wie gesagt, heute schauen wir uns an. Kein Kontakt. Warum? Was ist der Grund für diesen Kontaktabbruch? Warum ist im Moment so ein bisschen Flaute im Kontakt? Ja, und da ist ja auch immer interessant, weil ihr ja in dem Moment nicht in euer Gegenüber reinschaut und nicht mit ihm kommunizieren könnt, was denn bei ihm überhaupt so los ist. Wir haben ja einmal mal das Gesamte, ne? Dann haben wir für dich hier,
habe ich hier die 9er Legung Karten schon gelegt. Die muss ich nur noch richtig hinstellen. Angefangen hier oben, erste Position. Und bei ihm natürlich dasselbe. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Hier, so ist, glaube ich, recht. Ne? Ja, ich habe heute folgende Kartendecks verwendet in doppelter Ausführung. Ciro Marchetti, Gilded Reverie Lenormand, die Expanded Edition, Christiane Neumann, das Christefania Kipper, dann das Iris Lenormand Oracle, das ist dieses hier. Und dann noch Claire Story Cards 1 und 2, opala, 1 und 2 von der lieben Nadine Breitenstein. Im Moment brauche ich die wieder öfters, weil ich irgendwie gerade mega mit denen verbunden bin, auch um den Dingen auf den Grund zu gehen. Ja. So, was habe ich noch vergessen? Was habe ich noch nicht gelabert? Lass mich mal studieren. Ne? Lass mich mal meinen Denker benutzen. Ne, ich glaube, es ist in Ordnung. Ja, der liebe Denker. Der ist unter anderem ein Ausschlag dafür, dass ihr keinen Kontaktabbruch habt. Ne? Und ja, wir sehen hier gleich, worum es geht. Und zwar, ich habe es schon gesagt, hier hinter und der Rückseite, die lieben Verpflichtungen. Das ist einer der Hauptgründe, das Kontaktabbruch. Ja? Er, sie, dein Gegenüber, wo sich hier immer so ein bisschen Arbeit flüchtet, ja, ich habe Verpflichtungen, ich muss Haushalt machen, ich muss alles unter einen Hut bringen, ich muss da, ich muss da, ich muss da, ich muss da, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, und hier diese Pendenzenliste muss ich auch noch abarbeiten, hier 20 Positionen morgens früh, das ist alles zu erledigen, ne? Und ja, ich darf hier und hier und hier, ich habe überall Verpflichtungen, und diese Verpflichtung, das ist einfach, dass ihr da, du und auch dein Gegenüber irgendwo irgendwas hinterher rennt. Ne? Ihr seid so im Trott, das Ding abzuarbeiten, den Verpflichtungen nachzukommen, dass ihr so ganz wenig bei euch seid im Ganzen, ne? Wenig im Herzen, sondern einfach nur im Kopf. Machen, 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 machen. Und das ist nicht gut. Ne? Das ist nicht gut. Und hier haben wir eben auch, was da reinkommen kann, da kam das reiche Mädchen. Ja, da geht es darum, ein bisschen das Jugendliche, die Unbedarftheit im Innern und die Naivität aufkommen zu lassen. Ja? Die kindliche Naivität, das kindliche Lebensgefühl, ne? Ohne irgendwelche Bedenken. Ne? Weil das ist ganz eine strenge Karte hier, die Verpflichtungen. Ne? Und da darf ein bisschen kindliche Energie reinkommen, dass man das Leben genießt. Weil es gibt nicht nur Verpflichtungen, Herrgott. Na? Meine Güte, es gibt nicht nur Verpflichtungen, es gibt auch noch was anderes, nämlich das Leben zu genießen. Weißt du, unbedingt Staubsaugen, Staubwischen. Das kann einen Tag warten, Mensch, ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm, ist ein bisschen Staub, mehr nicht. Ne? Staub von dir, von deinem Bettdecken, von Vorhängen, vom Fenster auf, ne? Ist nur ein bisschen Staub. Man muss nicht immer alles noch am heutigen Tag reinwürgen, ja, damit du glücklich bist. Und dann sehe ich da natürlich auch noch ein Muster drin, in Dinge zu erledigen, nicht zur Ruhe kommen können. Von was ist denn das eine Ablenkung? Was versuchst du damit mit diesen Verpflichtungen zu decken? Welchen Mangel? Ne? Ist, dass es alles schön zack, 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 zack strukturiert ist und du weißt, ja, Dinge sind in Ordnung. Von was ist es eine Ablenkung, diese Verpflichtung? Von was möchtest du dich ablenken? Ist es die Ablenkung von irgendwelchen Gefühlen? Ist es die Ablehnung mit dir selbst? Ne? Weil das wäre auch ein Grund, warum ja, hier kein Kontakt. Hast du keinen Kontakt zu dir? Ne? Und zwar zu dir im Innern, in deinem Herzen, da wo dein Seelenweg stattfinden möchte, wo dein Seelenweg leben möchte. Ja? Gehe dem nach und nicht deinem Kopf, weil diese Verpflichtung nicht muss, ich muss, ich muss, ich muss, das ist total Kopf. Du musst einen Scheiß, ne? Du musst gar nichts. Du musst nur Pipi und sterben irgendwann mal. Ja? Aber das Wichtigste dabei, was du auch noch musst, ist atmen. Atme. Atme ein und aus. Ja? Und das ist so das,
was hier die Hauptenergie bei euch ist. Ne? Und da seid ihr nicht bei euch, beide nicht, dein Gegenüber nicht und du nicht. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Ne? Wenn er wenig Zeit hat, immer nur so 2 Stunden vorbeihuscht, wenn dann und jetzt kein Kontakt in diesem Sinne, dann dürft ihr den Kontakt zu euch selbst herstellen. Dann darfst du den Kontakt zu dir selbst herstellen. Ja. Da haben wir hier noch eine Karte, die ich gezogen habe und das ist das Bündnis. Ja, ja, und diese Karte erinnert natürlich daran, dass man in einer Beziehung oder einem Bündnis die Befriedigung eines Bedürfnisses sucht. Ja. Dieses Bedürfnis wurde in der Vergangenheit nicht gestillt. Und jetzt musst du dich fragen, darfst du dich fragen, wo hältst du an der Erfüllung dieses Bedürfnisses fest oder eher? Und was verursacht dieses Festhalten in der Beziehung zu dir selbst und in dem Bündnis zu anderen? Ja? Das ist also, wenn irgendwo eine Kindheitswunde war, wo man im Mangel war, ja, vielleicht eben hast du nicht genügend Aufmerksamkeit von den Eltern gekriegt, ne, das ist immer nur Arbeit, ne, wäre jetzt das eine, in den Vordergrund gestellt haben und du immer zweite Priorität hattest, macht dich das dann sauer, dass er dich oder sie dich auch nur zweitprioritär behandelt, ne? Weil meistens werden wir dann erwachsen und suchen in unserem Partner diese Erfüllung. Ja, wir suchen diese Erfüllung in unserem Partner. Ja, der muss mir Stabilität, Halt, Liebe, Aufmerksamkeit geben. Auch der muss einen Scheiß. Ne? Der muss auch nichts. Der ist nicht dazu da, um dir diese Kindheitsbedürfnisse auszufüllen. Punkt. Ist nun mal so. Der möchte vollständiger Partner sein. Und solange der merkt, ne, da werden wir wieder da, dass beide noch Masken tragen. Ja, es tragen beide Masken. Im Innern sieht es eigentlich so aus, ne? Aber im Außen ist man dann wieder freundlich, wenn er schreibt und so weiter und so fort. Aber der merkt das, dass du ein Problem damit hast, ne? Dass du da an ihm ziehen willst, dass du seine Aufmerksamkeit willst. Und das ist dann immer wieder eine Erwartung. Und Erwartungen, ja, werden meist nicht erfüllt, ja? Weil man den Mangel aussendet dabei. Ja? Und du darfst hier also jetzt die Verbundenheit zu dir selbst und zu anderen Menschen, aber auch zu deinen Tätigkeiten, ne, diesen Verpflichtungen überprüfen und dir deiner Bedürftigkeit bewusst werden. Und zwar werde dir bewusst, welche Bedürftigkeit aus dem Festhalten von alten, nicht erfüllten Bedürfnissen resultiert. Ja? Denn nur dadurch wird die Bedürftigkeit, die Erwartung auf die Befriedigung dieses Bedürfnisses losgelassen. Und dann kannst du den nächsten Schritt in ein harmonisches Bündnis, ja, mit dir selbst und anderen vollbringen. Genau so ist es. Ja. So, jetzt. Hier ist dein Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich. Und hier bist du, egal ob männlich oder weiblich. Und das, was ich jetzt hier im Vorspann gesagt habe, das gilt für euch beide. Ne? Auch er hat dieses Thema. Ihr beide, ihr spiegelt euch das immer, immer, immer wieder. Ja? Deshalb, wenn du jetzt auch so eine Situation hast und du weißt nicht, wie du das lösen sollst, hol dir Hilfe. Dann geht's voran. Dann kommst du aus dem Warten raus. Ne? Dann geht's voran. Hol dir Unterstützung. Es hat so viele gute Coaches, wenn ich einer davon bin. Meine E-Mail-Adresse ist unten angegeben. Ne? Ja, also schauen wir mal nach. Was ich hier genau auch sehe, die Hinter- und der Rückseiten, ne? Hier, ja, beide die gleiche Rückseite in 2 Decks, und zwar die Würfel. Es ist für beide ein Risiko. Es ist ein Risiko, hier etwas einzugehen, weil man halt mit den Wunden und dieser Bedürftigkeit getriggert wird. Immer und immer wieder. Ja, und daraus resultiert diese Unsicherheit von euch beiden. Zwischen euch ist die Unsicherheit, das Misstrauen, ne? Weil man aus der Wunde raus sieht, ja, in meinem Leben ging es ja immer in die andere Richtung, ne? Enttäuschung. Und deshalb triggert dich das Ego da. Ne? Und wichtig ist einfach, dass ihr da beide in euer Herz kommt, ja. Ja, jetzt ist es ja so,
Ihr guckt ja beide in diese Unsicherheit rein. Aber er sitzt ja eigentlich so. Also, das heißt, hier haben wir den Sarg, den Brief, der Turm und der Weg. Ja? Der Kontakt ist klar auf Eis gelegt zurzeit. Rückzug. Ja? Um Entscheidungen treffen zu können. Entscheidungen, wie man weiterleben möchte. Entscheidungen für die Sonne hier im Haus des Reiters. Damit ihr in eurem eigenen Licht strahlen könnt. Denn wenn ihr hier ständig voneinander irgendwas möchtet, Aufmerksamkeit, Liebe, die Bedürftigkeit gestillt kriegen wollt und so weiter, dann geht ihr eurem Kopf nach. Ihr sollt aber eurem Herz nachgehen. Ne? Und das ist da, wo ihr beide den Rücken zukehrt. Ne? Dass Bewegung ins Herz reinkommt, also in den Seelenweg, dass ihr in eurem eigenen Licht erstrahlen könnt. Denn wenn da noch Masken sind und ich sage, da wird jetzt der eine oder andere sagen, der hier zuguckt, ja, ich habe keine Masken mehr. Ich liebe den doch. Ich liebe die doch. Ja, aber sei mal ehrlich, wie oft machst du gute Miene zum bösen Spiel? Wie oft sagst du nicht, was du eigentlich im Herzen hast, weil du Angst hast, der zieht sich dann gerade wieder zurück, dass er dann weg ist, dass sie dann weg ist. Ja? Hand aufs Herz, mal ehrlich. Ja? So, und darum geht es, da dreht ihr beide den Rücken zu, dass da Bewegung reinkommt, nämlich Bewegung, Haus des Reiters, dass ihr euer Licht erstrahlen lasst. Ja? Wie oft, zum Beispiel schon, wenn es um eine Affäre geht, ne, dass du Affäre bist und er noch eine Partnerin hat, in deinem Herzen sieht es so aus, dass du diese Affäre eingehst, weil du dir dabei erhoffst, dass er irgendwann mal mehr möchte. Ne? Und lieber eine Affäre sich mit weniger zufrieden geben, anstelle, dass er ganz weg ist. Das heißt, dass in deinem Herz ist gespeichert, ich möchte diese bedingungslose Liebe, ich möchte diese schöne Liebe leben, in der Öffentlichkeit und so weiter. Und was lebst du? Deinen Kopf. Ja, lieber die Affäre, weil dann sonst ist er ganz weg. Ne? Das entspricht also nicht, dass du hier eine Grenze setzt und sagst, ey, hör mal zu, das geht für mich nicht, ich will das und das und somit wird es nichts. Ja? Wenn es wirklich die Dualseelen-Seelenpartner ist, wird er deswegen nicht weggehen. Ne? Ja, so, jetzt bei ihm, ne, da haben wir hier oben die Sterne, das Kind und der Berg. Ja, er darf Klarheit entfalten, Klarheit bekommen, sich klar werden, dass er dem Glück folgen darf, was Neues beginnen darf. Ne? Er klettert quasi in kleinen Schritten auf den Berg hoch zu seinen Blockaden, was blockiert ist. Und dieser Kontaktabbruch, der hat echt... Das hat entweder zwei Gründe oder es hat eine Schattenseite und eine Lichtseite. Die Schattenseite ist in dem Sinne, in dem Moment, wo ihr keinen Kontakt habt, was macht ihr? Ihr seid dazu, quasi, es zwingt euch quasi dazu, euch um euch selbst zu kümmern. Wenn du jetzt also deswegen noch mehr hier, ja, ich möchte unbedingt Nachrichten kriegen, ich habe so Sehnsucht, ich habe so das und dies und eines und jenes, ne? Dann ist das klar, die Erfüllung. Ja, wieder ein bisschen mehr Stimme heute, ne? Die war ja heiser, ne, meine Katze. Ja, was ist denn los? Komm, schmeiß dich hin. Hallo. Ja, da schnurze, ne? Schnurze jetzt hier. Hallo, Mausi. Na, war's schön draußen? Ja. Ne? Ja. Catwalk. Ja, was nun? Ja, nee, das ist das Stativ. Ja, das, ich weiß, es ist ein Liebesstativ, ja. Du magst das, ja. Du markierst es auch mit deinem Kopfchen, ne? Aber möchtest du jetzt echt hier sitzen bleiben, Schnucki? Na klar. Ja, jetzt liegt sie da. Ne? Komm, Mutti. Komm. Ja.
Doch nicht? Ach, nee, 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 nee. Ach. Ja, ist auch ein Liebesfenster. Ja, das gibt es halt manchmal, ne? Komm, komm, setz dich hier hin. Da ist ein Liebeskätzchen. So. So, Unordnung generiert. Alles gut, ne? Das ist ja die Puffmutter hier, ne? So. Ja, jetzt habe ich auch den Faden verloren, aber macht nichts. Hätte wahrscheinlich so sein sollen, ne? Kann jetzt auch nicht zurückspulen. Ja. Ja. Wenn es mir noch in den Sinn kommt, werde ich das im nächsten Video dann wieder. So, jetzt habe ich echt kurz den Faden verloren. Eben, ihr müsst eurem Seelenweg folgen, euer eigenes Licht leuchten lassen und nicht ihn irgendwie als ja, Befriedigung eurer Defizite, in diesem Sinne eures Mangels, gebrauchen. Ja? Und eben hier, er geht ja mit kleinen Schritten auf die Blockaden zu. Und zwar, das sind seine trüben Gedanken, die er hat. Aber die hast du ja auch, ne? Die hast du ja auch. Irgendwie ist da immer wieder Ego-Gedöns. Weil das Ego will halt einfach Beweise kriegen, ne? Das will Beweise im Außen kriegen. Ja, wir sind jetzt zusammen und so weiter. Und wenn es die nicht kriegt, ja, wenn die Situation im Moment halt nicht so ist, ja, was passiert dann? Dann fängt das Ego an zu zweifeln und dann kommen wieder diese trüben Gedanken, diese Vernebelung. Und da, wenn man sich da zu viel da reinbegibt, beim Gegenüber ist, dann sind die Gedanken auch vernebelt, weil du in dem Moment nicht bei dir bist. Ja? Und jetzt geht es darum, dass hier ein Kinder in kleinen Schritten vorangeht. Der Neubeginn ist noch in diesem Sinne ein bisschen blockiert. Ja, wegen trüben Gedanken, die die Heilung nicht voranbringen, weil da noch alte Muster sind. Und zwar eben Muster aus der Kindheit. Ja, wo du die Mauern hochgezogen hast und dir diverses nicht angucken möchtest. Und auch um nochmal auf diese Masken zurückzufallen, eben. Lebst du dein Herz wirklich nach außen oder versuchst du krampfhaft deine Befürchtungen in eurer Geschichte hier vermeiden zu wollen mit irgendwelchen Reaktionen, wie du dann auf ihn eingehst, immer Verständnis für ihn hast, ne? Ne? Und so hat er dann die Semmel und die Schokolade, ne? Und braucht sich auch nicht zu entscheiden. Aber jetzt ist ja kein Kontakt hier. Und es geht jetzt wirklich darum, dass auch er in dieser Zeit, wo ihr keinen Kontakt habt, seine Blockaden erkennt, und zwar seine Gefühlswelt. Ne? Da ist ein Mangel, da sind Ängste, Gefühle sind bei ihm ein Mangel, weil hier die Fische, Berg, er, die Mäuse, ja, da ist ein Mangel. Und die Angst hier, weil die Mäuse, der Mangel, die ist im Haus der Lilien. Und das heißt, die Harmonie ist dadurch gestört. Er ist dabei nicht bei sich und geht irgendwelchen Verpflichtungen nach, weil wenn er das erfüllt und aberledigt hat, dann hat er, dann gibt ihm das was, ne? Entweder die Befriedigung, ja, ich kann was, ich habe was geschafft, ich habe das erledigt, ne? Ich bin allem nachgekommen, ne? Oder halt, ich lenke mich hier ab, damit ich mich nicht mit diesem Mangel hier verbinden soll. Weil wenn wir jetzt in seinem Haus gucken hier, ja, was ist in seinem Haus? Die Lilien, die Harmonie. Und die Harmonie ist gestört, weil die Vögel sind darüber, ne, da ist Unruhe, Stress, Hektik, eben diese Verpflichtungen. Bei dir in deinem Haus, hier haben wir das Schiff. Und das Schiff folgt ja quasi dem Leuchtturm. Ne, da, wo es leuchtet, weiß man, da ist Festland. Da müssen wir hin, wenn man auf dem Schiff segelt. Und das ist aber gleichzeitig auch der Seelenweg, wo man sich langsam, ne, drauf hinsegelt. Dieser Seelenweg, dem darf man folgen. Man darf sich auf diese Reise machen, weil da sind die Geschenke vorhanden. Und mit dem Rückzug, ne, verschließt man sich. Ach ja, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden wieder verloren. Es gibt zwei Seiten, was dieser Rückzug Gutes hat und Schlechtes hat, ne? Also zum einen ist der Rückzug oder kein Kontakt dazu da, dass du dich entfaltest und du nur noch dir folgen darfst, kannst. In dem Sinne, weil er sich ja nicht zur Verfügung stellt. Und bei ihm geht es genau gleich, dass ihr zu euch findet, ne, in eure Mitte. Aber das Negative daran ist, ne, dass er dich in dieser Zeit nicht triggert, dass er
in diesem Moment dir nicht deine Wunden spiegelt, das, ja, weil gut, wenn es so ist, dann soll das so sein, dann ist das göttlich geführt, ne? Dass einfach jetzt mal Zeit ist, dich um dich zu kümmern, in deine Energie zu kommen. Aber in dieser Zeit, wenn der Kontaktabbruch erfolgt ist, zum Beispiel von dir, weil du keinen Bock mehr hast, dass du ständig mit deinen Wunden, mit diesen Triggern konfrontiert wirst, ja, dann ist es nicht sinnvoll, weil dann geht es in die Vermeidung rein. Ja? Dann geht es in die Vermeidung rein. So, jetzt haben wir es. Und hier, die Klarheit erfolgt bei ihm nur, wenn er hier, ne, diese Umwege, diese alten Muster, diese Verstrickungen, die er hier hat, wenn er das beendet, die Sense schneidet hier rein. Wenn das jetzt eine Noch-Partnerin ist, ja, dann liegt das auch darum, dass hier die Beendigung sein soll bei den beiden, weil das halt aus alten Ego-Mustern raus resultiert. Ja. Er selbst hat also den Schlüssel hier, um auch in sein Inneres anzugelangen, sage ich jetzt mal, damit er sich öffnen kann. Ja. Damit er sich öffnen kann für das Herz, für die Liebe. Und auch du hast Verwicklungen, Verstrickungen, nämlich, dass dein Ego ständig Beweise sucht, weil du ja davon überzeugt bist, dass das nicht gut kommen kann und dass du das lenken musst. Und dieses Lenken, das ist ein Konstrukt deines Egos und das wird nicht klappen. Du kannst diesen Prozess nicht lenken. Ja? Das, was du tun kannst, ist dich also jetzt um dich zu kümmern, mal etwas runterzufahren. Ja? Dir etwas Zeit für dich zu nehmen. Ich muss das auch ab und an mal machen, wie die letzten 2 Tage, wenn ich merke, ich bin nur noch am Verpflichtungen, Mails beantworten, ne? YouTube, Facebook, Insta, ja, dann das und dies und da muss ich noch Reading und da muss ich noch irgendwie und Haushalt habe ich auch noch. Ne? Dann ist bei mir auch einmal so Sense jetzt. Egal wie viele Mails, egal wie viel von dem, egal wie viel da noch rumschwirrt, Auszeit, offline, fertig. Weil das kommt auch immer daran, welche Priorität du dir gibst. Ne? Gibt er dir keine Priorität zurzeit mit diesem Kontakt? Ist es ihm, spiegelt es dir, dass es ihm Wurst ist, dass es ihm egal ist? Ne? Dieser Kontakt, dass er sich einfach so von dir abwenden kann, heißt es eventuell, dass du dich von dir selbst abwendest? Heißt es eventuell, dass du dir selbst zu wenig Prioritäten gibst? Und genau das ist das Risikohafte, was ihr hier habt. Das ist ein Risiko, weil ihr könntet auf die Schnauze fallen, ne, und dass euer Ego diese Befürchtungen dann eintreffen. So, jetzt gucken wir bei dir. Bei dir kam als erstes die Störche. Dann die Lilien. Dann das Schiff. Die Masken. Machen das mal ein bisschen höher, so. Dann die Brücken. Dann der Mond. Der Hund. Der Sarg. Und der Bär. Ja, ihr könnt das sehen hier. So, also. Weißt du, du möchtest, dass es vorangeht. Du möchtest hier eine positive Veränderung, dass es positiv vorwärts geht. Weil wenn das positiv, das, was du dir wünschst, vorwärts gehen würde, wenn du das im Außen sehen würdest, würde das dir Harmonie geben. Würde das dir ausgeglichen. Das würde dich beruhigen. Ja? Es ist aber eine Illusion, auf diesen Schritt zu warten, damit du dich beruhigen kannst. Du musst dich nicht durch Äußerlichkeiten beruhigen, sondern zu dir ins Innere gehen, wie hier angezeigt, ne? Denn auch diese trüben Gedanken blockieren dich, lassen dich immer wieder misstrauen, ne? Ist halt so. Wichtig, dass du ein Herz öffnest. Und ja, du darfst endlich deinen Seelenweg gehen. Fange an, in deinem eigenen Licht zu leuchten, zu gucken, was für dich, ne, sich stimmig anfühlt und nicht aus dem Grund,
dass du dann erreichen kannst, dass er genau diese positive Veränderung in eurer Beziehung bewirkt, indem er auf dich zukommt. Verstehst du, wie ich das meine? Und das ist das Risiko, weil du zweifelst, dass diese positive Veränderung kommen wird, weil zurzeit nichts danach scheint und dein Ego diese Beweise nicht bekommt. Und es ist genau da, wo du die Masken trägst. Also dieses Konstrukt darfst du ablegen. Stelle die Verbindung her, wenn hier die Masken sind und hier der Mond. Der Mond, das ist dann diese Anziehungskraft, das ist diese Intuition, die du auch hast. Verbinde dich mit der und nicht mit deinen Masken, ne? Und da, diese Intuition, die findet auch in deinem Herzen statt, weil die ist nicht, ja, aber das und das und das musst du dann noch berücksichtigen, ne? Da könntest du auf die Schnauze fallen. Intuition ist was, was man fühlt, ja? Und folge diesem Weg, egal was es dir bringt, egal was es dir zeigt, meine ich, weil es wird dir die Befreiung bringen. Ne? Und wichtig ist, dass du dir selbst treu bleibst. Ja? Und eben diese Masken hier auch, dass du dieses Verhalten beendest, indem du endlich deinem Seelenweg folgst. Indem du deinem Seelenweg folgst, also deinem Herzen. Ja, du darfst also deinem Herzen folgen. Ja? Jetzt schauen wir noch, was hier noch für Karten kamen bei dir. Ja, mit welcher fangen wir dann an? Musst du mich kurz reinfühlen, ne? Ja. Hier, der gute Ausgang in der Liebe. Ja, kannst du damit was anfangen? Weil diese Karte, die weist darauf hin, dass du mit Liebe oftmals deinen Wunsch nach Erfüllung der ungestillten Bedürfnisse, dass du das damit verbindest, ne? Nicht jedoch diese Bedingungslosigkeit, die wahre Liebe nun mal voraussetzt. Ne? Menschen ziehen sich wegen der Kompatibilität ihrer Defizite an. Und solange solche vorhanden sind, weil eigentlich ein jeder danach strebt, seine unerfüllten Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, und dadurch projizierst du und er das definitiv unbewusst auf denjenigen, von dem du geliebt werden möchtest, ja? Werde dir dessen bewusst, ja? Betrachte dir das mal. Das ist wichtig. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ganz wichtig. Weil dieses Warten hier, ne? Da kannst du warten, bis du grau wirst, ja? Warte nicht darauf, befreie dich von diesem Mist. Ja, es gibt Gründe, warum du da jetzt drin steckst. Es gibt diese Gründe. Ja, und dann haben wir hier noch, ja, die feste Beziehung, die du dir wünschst. Ja, diese feste Beziehung. Aber doch sind da so viele Geheimnisse vorhanden. Eben, dass ihr hier noch beide die Masken trägt, auch von deiner Seite. Du sagst das nicht, ne? Du trägst das nicht so auf den Tisch. Vielleicht findest du auch den Mut nicht. Ja? Und da geht es, dass du genau möchtest, dass du seine Herzensdame bist, ne? Dass du dich da noch bedeckt hältst und nicht ganz so forsch rangehst. Und deshalb ist diese Auszeit jetzt wichtig. Weil quasi diese Abschiedsenergie, ne, die musst du durchlaufen, die darfst du durchspüren, diesen Gefühl, mit denen darfst du dich verbinden, die möchten auch gefühlt werden. Und wenn es das ist, wovon du dich ständig ablenkst hier, mit diesen Verpflichtungen, die du hast, ja, dann wird es nichts, ne? Das darf transformiert werden, ja. So, und jetzt schauen wir bei ihm rein. Hat er dasselbe wie du? Und ja, jetzt machen wir das mal. Mach das mal so ein bisschen runter auch. Ja. So. Jetzt. Erste Karte bei ihm ist der Bär. Spiegelkarte, ne? Dann der Ring. Dann der Klee. Der Turm, die Mäuse, die Sonne, der Fuchs, die Wolken und die Eulen. So.
Ja, eben auch bei ihm ist es dieses Risiko, ja. Er sollte dem Seelenweg folgen und sein altes Muster, wo er den nicht leben kann, endlich transformieren, weil das bringt ihn in den Mangel. Er darf diesen Mangel beenden, ne? Das nimmt ihm auch die Sicht, das nimmt ihm auch diese Klarheit, die er hier braucht. Und das wird ihn aber, wenn er das sich davon befreit, ins Glück führen, ja. Und dass er sich dann zurückzieht, ist, weil er mit seinen Ängsten und diesem Mangel konfrontiert wird, mit seinen tiefen Gefühlen zu dir, ne? Und das blockiert ihn dann. Das verhindert, dass seine Sonne hier leuchtet, dass er in seinem Licht strahlt, sein Vollstes und Ganzes nach außen lebt. Ne? Auch er trägt hier Masken. Auch er sagt ja nicht, was er wirklich fühlt. Das ist ja da, wenn du dann was anderes fühlst, er dir was anderes, ja, vermittelt. Aber seine Worte sind dann ganz anders, wie das, was er dir vermittelt. Und da kriegt er immer wieder Misstrauen. Das ist da, wo es für ihn halt einfach ein Risiko ist, seinem Seelenweg zu folgen, ja, mal verbindlich auch werden und verbindlich werden in Bezug auf sein Glück, nicht verbindlich werden in Bezug auf seinen Mangel. Da darf er, und deshalb reagiert er manchmal auch etwas kühl für deine Verhältnisse so. Und ja, es ist aber wichtig, dass er in den Seelenweg geht und sich dafür nicht verschließt. Aber dieser Rückzug hat zur Folge jetzt, dass er hier sich mit seinen Ängsten konfrontiert, mit diesem Mangel. Da, wo er immer wieder, ja, Fuchs, hier, dieses Misstrauen an den Tag legt, dass es dann wieder regnet bei ihm, die Depri-Stimmung aufkommt, ja. Aber wichtig ist jetzt für ihn, dass er mal runterkommt und hier mit den Eulen einfach mal hier auf dem Ast sitzt und stiller Beobachter ist. Ja, intuitiv auch handelt. Ja, weil das ist natürlich wichtig, dass er einfach auch wieder mal zu sich findet, ja, weil wenn er nicht zu sich findet, wie will er da weiterkommen? Wie will er Klarheit entfalten? Und somit ist es an der Zeit, dass ihr wirklich ja, jetzt einfach mal zu euch kommt. Dann kommt die Metamorphose. Er kann also nur weitergehen, wenn er etwas Altes hinter sich lässt. Ja, weil das ist das Prinzip des Loslassens und das ist ein schwieriges Thema für uns alle, für die meisten Menschen. Doch gerade durch Loslassen, das ist eines der Grundprinzipien des Lebens, da das Leben niemals stillsteht, ja, nichts ist für ewig, ja. Ja, und er ist jetzt aufgefordert, dass er ins Vertrauen kommt, in die höhere Ordnung. Ja, seines höheren Selbst, dass er die, ja auch seine Intuition natürlich folgt, ne? Dass er Klarheit bekommt, wie das hier so ist, dass er diesem Seelenweg folgen darf. Ja, und da ist er im Moment in der Metamorphose. Und da geht es wirklich jetzt darum, dass er in sein Inneres geht, dass er in sein Wohnzimmer schaut, in seine Herzgegend und guckt, was ist da, dass er vielleicht da auch was verändert. Ja? Nicht immer nur sich zurückzieht, sich verschließt. Das geht es. Ja. Und weißt du, da geht es um die Rivalität auch, ja? Angst zu haben, dass seine Partnerin hier etwas einen besseren nimmt, ja? Und da ist ganz viel Trennungsschmerz vorhanden aus der Kindheit. Ja, vielleicht ist Papa gegangen, vielleicht ist Mama gegangen, vielleicht war da eine Scheidung, vielleicht ist eines der Elternteile gestorben. Ne? Und das führt dann dazu, dass wenn er wieder in diese Zweifel reinkommt, ich bin nicht gut genug, ghostet, sich zurückzieht. Ja? Weil er einfach in diese Bedürftigkeit kommt und sich mit dieser Bedürftigkeit nicht verbinden will. Ja, weil es ihn schmerzt, weil er da die Mauern hochgezogen hat. Aber er darf sich damit verbinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, meine Lieben, wenn ihr jetzt auch so eine Thematik habt und ihr wisst nicht, wie ihr das lösen sollt, wie ihr das angehen sollt, wie ihr hier dieses Konstrukt auch loslassen sollt, ja, meldet euch bei mir, malerslicht@bluewin.ch, die E-Mail ist unten angegeben. Ich führe euch da gerne, das ist mein Job, das ist meine Aufgabe, das ist die Vereinbarung bei mir mit der geistigen Welt, dass ich euch da ein anderes Bewusstsein bringe.
Ja? Und wer mir gerne auf Facebook folgen möchte, auf Instagram, auf Telegram, kann das gerne machen. Auch hierzu findest du die Link hier oder in meiner Info, Kanalinfo, ne? Also Infobox hier unten oder Kanalinfo. Ja? Folgt mir gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, ja, ihr was damit, daraus mitnehmen konntet, dürft ihr mir natürlich auch gerne meinen Energieausgleich zukommen lassen. Ne? Da freue ich mich immer, weil dann kann ich eventuell kostenpflichtige Kartendecks bewilligen lassen. Ne? Oder ja, wie gesagt, abonniert mich gerne, denn so helft ihr mir oder unterstützt ihr mich dabei, dass ich mehr Leute erreiche, dass meine Videos mehr vorgeschlagen werden und ich so eine größere Reichweite kriege, damit ich so viele Menschen wie möglich in ihr Sein bringen kann, in ein größeres Bewusstsein, aus der Negativität raus. Und somit heben wir automatisch die Schwingung auf der Erde an, ne, in eine höhere Schwingung. Also, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Denkt immer daran, ich habe ganz viel Liebe für euch. Ich liebe jeden Einzelnen von euch. Wünsche euch einen wunderbaren Freitag oder wann immer ihr dieses Video seht. Und ja, bis die Tage. Tschüss, ihr Lieben, macht's gut.